So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Worldwide 2 Challenge Modus Nuzlocke Let's Play Video in Regi. Und heute machen wir endlich weiter mit der Story. Wir haben leider immer noch keine TM, nicht meine VM03, Fragezeichen, Surfer, haben wir leider immer noch nicht. Das ist total nervig und total lästig. Oder haben wir die schon erhalten? Ich weiß es nicht. Wer weiß. Mal schauen, vielleicht habe ich die jetzt gleich urplötzlich einfach so in der im Beutel. Aber ich weiß davon nichts. Wer weiß, wer hat dir mir irgendeinen untergeschoben? Vielleicht irgendeiner von euch. Yo. Ja, ansonsten wollte ich mich an dieser Stelle noch einmal für die lieben und tollen Kommentare, die eurerseits kommen unter den Videos, bedanken. Das freut mich immer jedes Mal. Ich lese mir natürlich jeden durch und ich kann natürlich nicht zu jedem antworten, aus zeitlichen Gründen nicht das, aber ich lese mir die auf jeden Fall durch. Da brauche ich auch keine Sorgen zu machen. Da hat nämlich der Andi zum Beispiel in der letzten Episode etwas angedeutet. Und zwar, dass ich mit dem Beulenhelm im Kampf gegen wilde Pokémon aufpassen sollte. Denn das könnte in der Tat ein bisschen schwierig oder ein paar Probleme hervorrufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pokémon ein bisschen in den roten Bereich schwäche, dann meinen Stalos reinwechsel, aka Solid Snake. Snake, Snake, Snake! Nee, das nicht, aber wenn ich den halt einwechsle und das Pokémon sich dann irgendwie mit einem Kontakt-Move selber code, das könnte diverse Probleme hinzufügen. Aber da muss man halt durch, ne? Aber das ist gut, dass der Andi das angedeutet hat, denn das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf. Aber jetzt werde ich diesen Fehler garantiert nicht machen. So, nächstes Part seht ihr dann hier wildes Pokémon und ich, oh, ich wechsle das ein. Aber hoffen wir natürlich nicht. So, Geier ist auf Level 44. Ist gerade natürlich ein bisschen der Teamleader. Der muss sich mal hier zurückhalten. Ist viel zu krass, unser Geier. Wirklich hier Mutter Natur. Aka Vater Natur ist ja ein Mann. Oder doch der Ritter der Finsternis? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, V-Generator zerstört jetzt wieder einen Grottle. V-Generator ist ein krasser Produkt. Also, vom Damage-Output her ist es wirklich, ich meine nach Explosion und Finale ist es der stärkste Move überhaupt. In der 5. Gen jedenfalls. Ich weiß nicht, ob in der 6. Gen ein neuer dazugekommen ist, aber 180 Base Damage ist nicht zu unterschätzen, ne? Muss man einfach mal an der Stelle gesagt haben. Haben wir denn schon Surfer? Wo kriegen wir denn hier in dem Spiel nochmal Surfer her? Kriegen wir die, hä? Moment, wir haben jetzt. Ich muss mal. Stimmt, da hat noch jemand gesagt, ich soll hier mal Ordnung reinbringen. Völlig verständlich. So, das heißt für mich, wie war das? Einmal den hier. Bei Number. TM ist immer bei Number. So, und ich habe 3 VMs. Ich habe aber 5 Orden. Das heißt, mir fehlen noch ein paar VMs, oder? Ja, Surfer fehlt auf jeden Fall noch. Okay. Ja, gut. Und ich soll natürlich auch noch hier mein Item-Ordner ordnen. Und den ordnen wir am besten nach Kategorie, oder? Oder bei Type. Das ist doch in Ordnung. So, jetzt ist der Ordner einfach mal ein bisschen geordnet. Der Ordner, der Beutel ist jetzt mal ein bisschen geordnet. Ich hoffe, diese Person ist jetzt glücklich. Und kann endlich, befreit das Let's Play gucken, wenn ich durch den Beutel gehe. Das kann ich, by the way, auch ordnen, ne? Bei Type. Nice! Bisschen Ordnung hier reingebracht. Ist doch schön. Ja, dann sieht man, glaube ich, auch schon direkt, was für ein Mensch ich bin. In echt. Ich bin ein sehr unordentlicher Mensch, ne? Und, ja. Da ist er! Jetzt kriegen wir, glaube ich, Surfer, oder? So, Jerry, wenn du uns jetzt nicht Surfer gibst, ne? Dann bang ich dich. Nein, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. So, der müsste uns doch jetzt, glaube ich, Surfer geben. Und er erzählt uns davon, dass in irgendeiner Stadt weiter im Osten, genau, im Osten minus 58 Grad herrschen. So war das, glaube ich. Und wir erhalten tatsächlich vor allem Surfer. Und jetzt hat Gustav wenigstens schon mal seinen krassen Step-Move drauf. So, an diese Person, die es nicht mag, dass ich einen ungeordneten Beutel habe. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich jetzt VM0, also dass die 3 vor der 4 kommt, von den VMs. Kleiner Scherz am Rande. So, aber Gustav hat jetzt Surfer. Das ist super, denn mit Surfer können wir jetzt an einige Orte an, die wir vorher nicht konnten. Yay! So, unter anderem gibt es hier etwas. Oder hier gab es hier unten ein Item. Wow, das, die Steine, die kamen jetzt ein bisschen doof. So, hier gibt es nämlich noch ein Item. Was ich auf jeden Fall aufsammeln will. Ich bin gespannt, was es ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas Wichtiges ist. Oder irgendwas Cooles. Es ist eine Herzschuppe. Wow, von denen haben wir ja mittlerweile nicht genug, ne? Nein, natürlich nicht. Ja. So, egal.
Okay, dann machen wir das mal ein bisschen weiter auf. Ich glaube, da können wir wieder nicht rüber. Diese ganzen Steine, die uns hier in den Weg gelegt werden, das ist ja unglaublich. Im wahrsten Sinne des Wortes sind Kobra! Oh mein Gott, was ist da los? Es ist Kobalium, oh mein Gott! Kobra! Kobra. Ist ja auch ein schöner Satz, ne? Und wer ist das? Es ist einer der Weisen. Oder nicht? Es ist Root, der Weise. Und das ist der eine Mann, der schon in den ersten Teilen der Spiele, ich glaube, auf Kobalium, Viridium und Terrakium aufgepasst hat. Und ja, ich finde die Geschichte um dieses Musketier-Pack, finde ich echt cool. Eigentlich sind es ja vier mit Keldeo, aber Keldeo spielt ja, glaube ich, noch eine besondere Rolle. Ich weiß aber leider nicht so was. Ich weiß nur, dass Kobalium, Viridium und Terrakium auf jeden Fall für die Natur zuständig waren, oder? Oder für die Reinheit der Wälder und der Reinheit der Städte oder die Reinheit der Höhen? Ja, ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, aber irgendwie sowas war da doch. Da gab es wohl irgendwann mal so ein Waldbrand oder so. Da war doch irgendwas mit den dreien. Oh, ich kenne mich damit leider nicht so aus. Keine Ahnung. Aber ich fand das mit den dreien, beziehungsweise den vieren, sagen wir drei, vier, so, fand ich eigentlich echt cool. Ich weiß nicht warum, aber in meinen Augen war das auch eigentlich echt mal was anderes. Und ich finde die auch vom Design her einmalig. So ein Musketier. Moment, ich gehe da jetzt nochmal rein und wenn ich da nicht rausgehe, ist das Tornado ist hoffentlich weg. Was? Kann ich das denn fangen? Fangen darf ich sowieso nicht, aber krass, ein Boreos. Und das will auch noch kämpfen. Holy crap, aber ich darf sowieso nicht fangen. In seiner Terrian-Form. In Shiny. What? Oh mein Gott, Leute. Das ist... Aber ich darf es nicht fangen. Und er Slash. Oh, dann zieht er doch noch so viel Schaden ab. So, erstmal paralysieren wir das. Ja, ich darf sie gesagt nicht fangen. Das heißt, für mich bleibt nur noch die Möglichkeit... Los, Verzeihung. Für mich bleibt nur noch die Option, dass ich es besiege. So, und paralysiert ist es. Das heißt, ich hoffe jetzt in dieser Stelle einfach mal auf einen Parahex. Mist oder irgendwie sowas in der Art, was jetzt eintrifft. Agilität ist in Ordnung. Selbst mit einer Agilität sollten wir mit Disconnect schneller sein. Und Spark sollte in der Lage sein, auf jeden Fall dieses Ding auf 50% runterzuhauen. Weil wirklich bulky ist das Ding nicht. Yo, ist in Ordnung. Und ich glaube, ein nächster Spark sollte eventuell mit einem guten Damage Roll sollten wir in der Lage sein, die Sonne zu besiegen. Wir sind in der Lage zu besiegen und ja, krass, wenn ich jetzt hier nicht Dizeps gefangen hätte, wäre ich sogar in der Lage gewesen, es zu fangen. Oder dürfte ich es sogar fangen. Frage ist, wie cool käme es bei euch an, wenn ich einen Legendary fangen würde? Krass, aber hey, ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, Boreos zu fangen in Shiny. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch merken. Ja, das ist jetzt gerade auch ein bisschen doof. Eigentlich wollte ich euch jetzt hier die Höhle zeigen. Aber ohne Licht geht das nicht so gut. Aber wir haben auf jeden Fall Flash. Das wusste ich. Wer kann denn Flash lernen? Gaia, V-Power und Disconnect. Disconnect. Ich denke, V-Power muss jetzt darunter leiden. Einfach, weil wir Quick Attack nicht so zwingend brauchen. Victini ist sowieso schon sehr schnell oder relativ schnell. Und so ein Quick Attack ist dann, wenn wir es dann doch nochmal brauchen sollten, warum nicht? Weil im späteren Verlauf des Spiels wird sowieso unnötig und wir können uns hier ein Pokémon fangen, ne? Moment, wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, ich hoffe, was wird da angezeigt? Mistralton Cage. Ich weiß leider nicht, wie der Name auf Deutsch heißt. Boah, das sind diese kleinen Orte, die ich hier wirklich nicht im Kopf habe. Nächste und Y könnte ich euch das sagen, ne? Nächste und Y, da kenne ich mich jetzt richtig gut aus, aber hier leider nicht so. Und hier können wir auf jeden Fall wieder ein Pokémon fangen. Frage ist, was für eins hier kommen wird. Es ist eine Höhle. Ich könnte mir jetzt einen Stalobor farmen. Und es geht los. Ich habe jetzt die Augen geschlossen. Oh mein Gott! Das ist doch kein Kidwurm, oder? Stopp! Es ist ein Kidwurm! Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Ein Kidwurm, Leute! Ah, ist das geil. Da habe ich eiskalt mal einen Kindwurm hier gefangen. Hammer, Hammer, Hammer. Ah,
Hammer. Du bist Hammer. So, und wir haben nicht so viele Bälle. Kleiner Abturner. Wir sind aber trotzdem mal mit einem Ultra Ball bei vollen HP. Wie sieht's damit aus? Wie sieht's damit aus? Yes! 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 Ja, mein Kid wurde gefangen! Oh mein Gott, Leute! Und das habe ich gerade echt nur am Ruf erkannt. Oh, ist das Hammer, ein Kindwurm, Leute! Ich eskaliere gerade. So, wie nennen wir das denn? Wir nennen das jetzt einfach... Also, Kindwurm hat ja... Ich finde den Pokédex... Ich kann das, also, bei Kindwurm muss ich immer dran denken. Es hat ja den Wunsch zu fliegen, und deswegen schmeißt es sich immer von Klippen runter. Und ich denke, deswegen ist der Name Dream eigentlich schon echt cool für den, so ein Kindwurm, oder? The Dream. Wobei, ich finde sogar The Dream noch besser. Das klingt noch epischer. The Dream. Oh ja. Er möchte einfach fliegen können, dieses Kindwurm. Ist, ah, finde ich cool. Und wie gesagt, Kindwurm ist eins meiner Favorite Pokémon. Wenn nicht sogar das Favorite Pokémon aus der dritten Gen. Und ich bin richtig happy, dass es eine Mega-Entwicklung kriegt. Aber, ja. Was hätten wir hier eigentlich noch kriegen können? Das ist jetzt mal interessant zu wissen. So, und dann gibt es hier noch einen dicken Wanderer. Ei, ist das cool. Und ich werde jetzt erstmal nur diesen ersten Stockwerk machen. Und dann werde ich auch direkt schon die Höhle verlassen. Ich möchte jetzt nur die Steine schon mal so legen, dass ich dann, wenn wir nochmal reingehen, nicht so ein Problem damit habe. Und ja, das wird definitiv richtig cool. Das ist auch ein bisschen blöd jetzt mit Disconnect. Das heißt, wir sind gezwungenermaßen wieder auf Solid Snake angewiesen. Hätte jetzt natürlich auch Gaia reinwechseln können. Gaia wäre das absolut sicherste. Aber Solid Snake sollte hier auch gar keine Probleme haben. Hoffe ich, denke ich. Und Rock Slide, super, dass ich da nicht auf Gustav gegangen bin. Habe ich nämlich kurze Zeit überlegt. Und ein Erdbeben sollte doch dieses Sudowoodoo eventuell sogar besiegen. Ich meine, das ist ein Step-Erdbeben mit 300 Schaden. Also mit Step und Robustheit. Schade. Dafür kassieren wir jetzt einen Block. Wow. Basketballer Sudowoodoo oder was? Hat uns jetzt so einen richtigen Monster-Block gegeben. Block, ja. Und Rocky Helmet besiegt dieses, ja, warum nicht? Rocky Helmet geht doch voll in Ordnung. So, ein Torkoal kommt rein und da können wir auf Gustav wechseln. Und Gustav kann uns jetzt schon mal so langsam seine Power zeigen, nämlich die Power des Surfer, ja? Müssen wir jetzt mal so einen Schwan auf dem Surfbrett vorstellen, irgendwo in Australien. Oh, hey, was geht? Yo, Las Chicas. Und Gustav ist bestimmt auch so ein kleiner Player, ne? So ein kleiner Frauenschwarm, so ein Frauenmagnet, der Gustav. Ja, ja, Gustav. Du kannst mich nicht auf den Arm nehmen, mein Freund. Du bist doch ein Frauenmagnet pur, ne? Ich meine, welche Frau könnte denn hier Gustav widerstehen? Jetzt mal ehrlich. Ja, vielleicht hier mal eine Frage an meinen weiblichen Zuschauer. Gustav ist doch ein süßer Bub, oder? Auf jeden Fall. So, hier irgendein Legendary-Pokémon ist der Mistraldon Cave. Okay, wie heißt die Höhle jetzt auf Deutsch? Das werde ich gleich direkt mal nachschauen. Ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich könnte es mir in die Kommentare schreiben. So. So, einen Trainer haben wir ja noch. Den wollen wir dann natürlich auch so richtig schön klatschen. Und dafür brauche ich jetzt erstmal Specktitte. Specktitte. So, komm mal her, mein Freund. Du wirst jetzt... Oder die Specktitte von Wanderer wird von meiner Specktitte geknechtet. Hey, das ist doch was, ne? So ein kleines... Bisschen... Specktitte-Deception ist das, genau. Und... Wow, das war ja eine tolle Idee, da ich mit Specktitte anfange. Krass. Ich hätte gedacht, dass der Wanderer auf einmal einen Marshall aus dem Hut zaubert. Hey, ich nicht. So, V-Power, komm mal rein. Ich glaube, das ist das sicherste. Du fängst hier... Ja doch, ich denke, V-Power ist hier das sicherste. Hier, Vital Throw. Pah, lächerlich. Und jetzt kommt das so einfach mal mit einem Psyshock. Boom. Psyshock ist auf jeden Fall ein echt cooler Move. Dass der hier auf die physische Verteidigung geht, ist definitiv ein einmaliges Feature, sag ich mal. So, jetzt haben wir ein kleines Problem, denn mein Gegner wechselt in Crustle. So, Crustle kann ich aber, glaube ich, ganz gut umgehen mit Solid Snake. Wenn der jetzt nämlich auf die dumme Idee kommt, ein bisschen Setup zu betreiben, wird er halt beim nächsten Angriff besiegt, nämlich von meinem Beulen her. Und ich bin nicht, oder ich denke nicht, dass Crustle irgendetwas kann, was vor dem ich Angst haben sollte. Jetzt wird, glaube ich, doch erstmal Robustheit. Ne, brauchen wir nicht mal. Krass. So, deswegen, das hast du jetzt hier gerade einmalig gemacht. Crustle mal eben so gecountert. Kann auch nicht jeder, ne?
Und da kommt, glaube ich, wieder dieser Stahltyp ins Spiel. Der Stahltyp, der ist genial in Kombination mit diesem mega hohen physischen Verteidigungswert. Ich meine, guckt euch das mal an. 216 physische Verteidigung. Boah, das wird bestimmt noch die 400 springen. Also 300 auf jeden Fall, wenn es überlebt, by the way. Ne? Wenn es überlebt. Es wird aber definitiv, wenn Solid Snake es bis in die Top 4 schafft, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es die 400er Marke knacken sollte. Ich bin mir da relativ sicher, doch. Wisst ihr jetzt nicht, was dagegen spricht? Und wow, wenn ich mal so überlege, dass es hier Why Not gab, bin ich doch eigentlich absolut zufrieden mit unserer Wahl. Kann ich den abhauen? Ich kann abhauen, gut. Das Ding hatte nicht ausweglos. So, dann finden wir noch einen Covenant Orb. Nice, wenn wir wieder einen Tausch-Pokémon haben. Wie, was weiß ich, Kadabra, Apollo oder Machok. Ah ja, ich würde auch gerne mal einen Machomai benutzen, ne? In so einem Let's Play. Wäre definitiv nicht verkehrt. So, und wir gucken uns jetzt natürlich direkt erstmal in Maria City an, was wir für einen Pokémon gefangen haben. Ach du Scheiße, Leute. Ich bin gerade überglücklich. Ey, wir haben ein Kindwurm gefangen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es direkt ins Team nehme, denn ich denke, dass mir ein Draschel zu diesem Stadion des Spiels nicht so wirklich helfen wird. Aber ich werde es auf jeden Fall auf der Box behalten, vorerst. Und wer weiß, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen Umstrukturierung. Es hat die Ruhekraft-Ability. Es hat aber ein Minus-Speed-Wesen. Fuck, das ist scheiße. Aber Leute, es hat die Hidden-Ability. Und ich glaube, wenn es in einem Butterlander ist, dann hat es Hochmut als Fähigkeit. Wow, das wäre genial. Hochmut. Ach du Scheiße. Nur das Wesen ist gerade absolut Grütze. Jedes andere Wesen hätte ich gerne genommen. Aber Minus Speed ist schade. Der Butterlander sowieso nicht schon so das schnellste Pokémon ist, aber es ist auch nicht absolut langsam. Aber in gewisser Weise eingrenzen tut es das jetzt schon. Na egal. Leute, wir haben auf jeden Fall ein Kindwurm gefangen, was mich sehr freut. Yes! Es ist nur schade, dass ich das schon in X und Y benutzt habe, aber ist ja absolut egal, weil dieses Draschel wird absolut nicht vergleichbar sein. Einfach auch wegen der Hidden Ability dann auf Butterlander. Na egal, meine Freunde. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und supporten. Und ansonsten, ja, bleibt schön fruchtig. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann werden wir die Mistralton Cave, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt, ihr könnt mir natürlich immer noch gerne in die Kommentare schreiben, genauer erkunden. Und wir werden dann, glaube ich, in der nächsten Episode schon auf jeden Fall einen Blick in die, Elektrolythöhle werfen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Von daher, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Reggie.